Hallo, mein Name ist Heinz Buser und in diesem Video mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie, wenn Sie in Google nach etwas suchen, wie Sie hier oben sehen, bin ich da entsprechend eingeloggt mit meinem Namen und das wäre nicht ganz korrekt. Sie sehen auch hier, ich habe da bereits nach einem bestimmten Suchwort gesucht und habe da entsprechende Anzeigen. Hier sind das bezahlte Anzeigen und ja, ich kann natürlich hier draufklicken, dann zeigt es mir entsprechende weitere mögliche Alternativ an und auf dieser Webseite habe ich da entsprechende Einträge und zwar, das ist die erste mit den entsprechend verwandten Suchanfragen und können dann natürlich auf die nächste Seite gehen. Und ja, ich möchte Ihnen einfach auf eine andere Sache aufmerksam machen. Ich kopiere das Ganze und gehe rechts oben hierher zu diesen drei Strichen hier symbolisch dargestellt und gehe neues Incognito-Fenster. Da gehe ich drauf, also das ist von oben her gesehen das dritte, neues Incognito-Fenster. Und das wäre die Tastenkombination, wenn Sie das Ganze über Ihre Tastenkombination machen möchten. Oder einfach hier mit dem Maus draufklicken. Dann öffnet sich hier ein neues Fenster. Und Sie sehen hier links oben, ich befinde mich da im Google Chrome. Das ist dieser neue Modus hier. Und ja, ich gehe jetzt hier einfach Google ein. Und macht Google. So, und Sie sehen jetzt, ich bin da auf Google und Sie sehen jetzt auch hier, dass ich mich da nicht im angemeldeten Modus befinde. Bedeutet, ich müsste mich da zuerst anmelden. Und das ist der Hinweis, dass diese Seite jetzt neutral ist. Und das ist auch wichtig, weil wenn Sie in Google bereits gewisse Suche durchgeführt haben, dann verfälscht eine weitere Suche die Ergebnisse. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie sich einerseits können Sie sich natürlich abmelden, dann müssen Sie sich immer wieder anmelden, das ist etwas nachteilig. Und der einfache Weg ist einfach über diese Vorgehensweise zu nutzen, damit Sie im Google Home dieses Symbol hier oben haben. Und auf jeden Fall hier müsste Anmelden stehen, das bedeutet, Sie sind nicht eingeloggt. Und jetzt gehen Sie auch wiederum hierher und können das Ganze suchen. Ich habe ja das im Zwischenspeicher gespeichert, klicke auf Einfügen und habe hier, könnte das Ganze hier mit Suchen fortfahren und bekomme dann die entsprechenden Ergebnisse. Das kann ich hier entsprechend wegklicken, ich möchte später lesen. Und nun habe ich die Ergebnisse, die auch der jetzigen Zeitpunkt entsprechen. Und das ist viel, viel genauer, da ich mich ja nicht in diesem Suchmodus schon befand. Und so kann ich jetzt schauen, was ist jetzt gerade aktuell und so kann ich darauf entsprechend auch diese Webseiten betrachten, ansehen und habe dann ein entsprechendes sauberes Suchergebnis. Darum soll es ja gehen und das sollte auch der Hinweis sein, dass Sie, wenn Sie eine Suche durchführen, egal zu welcher Thematik, nutzen Sie diese Funktion zuerst, dass Sie sich in einem solchen Suchmodus befinden. Das ist einfach auch so zu vergleichen, wenn Sie in einer Thematik sehr gut auskennen, dann wissen Sie einfach in dieser Thematik fast alles, obwohl es immer etwas Neues zukommt. Aber wenn Sie mit jemandem sprechen, dann hat dieser jemand möglicherweise über diese Thematik keine Ahnung. Und genau das ist genau dasselbe hier, dass Sie von etwas ausgehen, was Sie schon wissen. Aber jemand anders weiß es noch nicht. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder zurückzugehen, Normalzustand, und dann geht man von dort aus. Das ist einfach, ja, man geht im Prinzip immer wieder zurück zum Ursprungspunkt, weil es beginnt ja immer wieder und lernt man wieder von Neuem. Und das ist genau diese Vorgehensweise mit dieser Anwendung, die Sie da anwenden können oder sollten, je nachdem, was Sie da für Suchfunktionen durchführen. Okay, das sollte es auch gewesen sein. Nutzen Sie das Ganze und ja, seien Sie gespannt, was dann noch folgen wird. Und wenn es Ihnen das gefallen hat, können Sie einfach unterhalb von diesem Video die entsprechende Möglichkeit nutzen mit kommentieren, wenn Sie Fragen dazu haben, was das genau soll, was das für einen Zweck bewirken soll. Und der Unterschied habe ich jetzt erklärt. Und wenn Sie einfach Fragen haben, allgemein, schreiben Sie einfach Kommentar und ja, dann sehen wir uns möglicherweise in einem der nächsten folgenden Videos wieder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg.